Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, der Wald der roten Blätter. Wir haben hier zuletzt uns durch die Fallen geschlagen von dem Dreadmire-Typen hier, der uns immer wieder sich in den Weg stellt. Und habe ich eigentlich die anderen Bonis? Ich muss mal einmal hier weggehen. Habe ich die alle eingesammelt? Ich will nichts übersehen hier. Glaub aber schon. Wo bin ich jetzt lang gegangen? Muss ich nicht geradeaus? Genau. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier, was wir machen können. Das ist es, Dreadmire's Herz. Das letzte Amulett, dem er inne wohnt, das, was am Tinsel Risser hängt. Okay, kann ich das irgendwie... Aha. This is your end, little queen. You will regret the day you crossed me. Ja, wie ist das so hier? Fahre in einer durchgängigen Linie die Konturen der Symbole nach. Was? Ach so. Aha. Dann komme ich da vorne ja aber auch wieder nicht lang, ne? Moment. Wenn ich jetzt einfach mal rumgehe... Reicht das? Aha. Voll gekraggelt hier, was ich hier mache, ganz ehrlich. Und warum höre ich eine Schulglocke? Das ist auch komisch. Fangen wir mal lieber hier an. Kann ich da rüber gehen? Ich hoffe es. Super, ne? Wieso hat das jetzt nicht... Es klingt wie so eine Schulglocke. Darf ich da einfach rüber? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, reicht das? Ja, anscheinend schon. Jetzt nur noch einer. Doch, ich weiß nicht, ob das hier hinhaut, was ich mache, aber ich mache einfach mal. Reicht das? Sieht toll aus, ne? Genau wie der Kreis vorher aussah. It was an arduous journey, but I finally made it. To the people who helped me, I am forever grateful. In my memories, you shall remain. Das war jetzt irgendwie, weiß ich nicht, kommt mir das ganze Spiel kürzer vor, als ich es vorher, als die anderen Teile vorher waren? Ich habe keine Ahnung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das Spiel so schnell jetzt vorbei ist. Also, oder, ich meine, gut, meine Parts waren jetzt zum Teil ein bisschen länger als damals manchmal, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das Spiel ist kürzer gewesen und ist von der Story her so... Ein bisschen flach war das jetzt so, ne? Also, gut, sie hat den Dreadmire mal eben besiegt, aber war nicht damals beim letzten Teil sogar so ein Drei-Phasen-Kampf richtig, wo man so richtig mehrere Sachen, also dreimal machen muss. So gut, wir mussten jetzt auch mal dreimal was machen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So drei Gänge richtig. So erst das eine Rätsel, dann das nächste und dann, wenn man das geschafft hat, dann, dass man dann irgendwann mal ihn besiegt hat, naja, ist ja auch egal. Das war es jedenfalls mit Awakening, der Wald der roten Blätter. Genau, danke fürs Spielen, danke fürs Zuschauen von euch natürlich.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich fand es sehr schön. Wir sind aber noch nicht durch, liebe Leute. Wir sind noch nicht durch. Ich spring mal hier zum Hauptmenü. Denn wir können jetzt wahrscheinlich Bonuskapitel. Nehmen wir mal normal. Das spielen wir natürlich Farewell. Jetzt mal. Please stay safe. Oh, you made it. You're my last hope. My daughter's been burning through her nannies like a little dragon. This is my daughter, Andrea. I'm sure you'll get along fine. I hate to leave so soon, but there's some urgent palace business I need to see to. Oh, Nanny! My bear left a message for us on my bed. Aha. Ist das jetzt, war das jetzt gerade Sophia oder war das ihre Mutter? Weil Sophia und ihre Mutter sehen sich dort auch ein bisschen ähnlich. Ist das jetzt Andrea oder wie die heißt? Ist das die Tochter jetzt von Sophia? Hey, du Eulerich. So, the little princess has embarked on another adventure. Ah, ja, also so schon. So much like her mother. Fear not, we'll find her again. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade nicht beim Ende durch das Überspringen... das war jetzt der 30. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt bei den Credits, meine ich, dass ich die jetzt abgebrochen habe. Nicht, dass da noch was kam, eine Sequenz oder so. Hallo Nanny, ich habe ein Geheimnis zwischen dem Teeservice versteckt. Kannst du es finden? Ich habe hier Butter oder so gefunden. Ja, Butter. Da kann man dann was hintun. Das ist ja putzig. Sophia hat jetzt also eine Tochter. Schau mal einer an. Das ist doch mal interessant. Und wir haben auch direkt das nächste Wimmelbild. Wir suchen einen Zauberstab. Ist das hier? Nö, aber das war ein Portemonnaie. Geht auch. Und eine Flöte. Sieht aus wie ein zerbrochener Zauberstab. Doch, das ist der Zauberstab. Aber irgendwo ist ein anderes Teil. Was war das? Nehmen wir mal den Teddy. Liebe Andrea, wir brauchen dringend deine Hilfe. Die Menschenwesen sind verschwunden. Ist das vielleicht Darkmeyers Werk? Wer ist denn Darkmeyer nun? Oh Gott, kommt jetzt der nächste Bösewicht? So bekomme ich das Teil nicht auf. Ah, Bärensiegel. Ist das für eine Lampe hier oder nicht? Die Kristallbirne fehlt. Ach so, ich muss erst die Glühbirne und dann... Ja, okay. Der Teddy trägt ein Diadem, aber es fehlen noch ein paar königliche Utensilien. Die Schmusedecke hat einen Riss. Alles wieder kaputt hier, das ist für den Teddy. Für was ist das hier? Das ist aber doch keine Birne, oder? Nee. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Sieht aus wie so ein Schmetterling. Hm. Habe ich hier irgendwo Nähzeug? Ich sehe das nur mal wieder nicht. Magnet, den habe ich doch auch schon gesehen. Baskenmütze. Der hat was auf dem Kopf. Das ist es nicht. Das war sie, glaube ich. Bürste. Aber der Teddy, der muss so gehen. Ach, der ist schon fertig jetzt doch. Okay. Hier, das sind bestimmt die Feenflügel. Ah, jetzt haben wir die Fee. Okay. Wo ist jetzt die andere Hälfte vom Zauberstab? Das ist bestimmt für die Lampe. Nicht? Doch. Und nu? Habe ich das Bärensiegel. Okay. Zauberstab, Schmusedecke. Die Musik ist irgendwie so süß. Hier kann ich flicken. Wo ist denn jetzt der andere Zauberstabkram?
fahr mal hier einfach mit der Hand überall rum. Irgendwann werde ich das ja wohl finden. Da. Hä? Was soll ich denn mit dem Stern? Soll der an den Zauberstab? Ach so, so ein Zauberstab. Ich denke die ganze Zeit, dem fehlt die andere Hälfte oder so. Mhm. Wenn ich den Ball abschneide, kann ich den Schläger auch separat verwenden. Ja, das werde ich aber so nicht hinkriegen. Schlafmaske. Gut. Was haben wir hier? Haben wir den Tropfen. Ich habe aber keinen Tropfen. Ich habe Butter. Gehen wir mal hier rüber. Gucken wir mal, was hier so ist noch. Das Tintenfass ist bis zum Rand mit schwarzer Tinte gefüllt. Warum verschwinden sie da? Und ich will doch nur spielen. Och, jö. Froschjenisch für Anfänger. Die Prinzessin lernt die Sprache der Froschlinge. Das ist ein Froschionator. Ein Übersetzer für Froschioentisch. Froschionini, allerdings nur eine Hälfte. Ja. Die Zauberin beschützt auch weiterhin den Sonnenspitzturm mit seiner umfangreichen Bibliothek des Wissens. Grimble ist in das Goblinreich zurückgekehrt. Er hat es der Gnade seines Bruders König Schiefuhr zu verdanken, dass er jetzt als Berater des Palastes tätig ist. Captain Elsterdol bleibt der Navigator des fliegenden Himmelsschlosses. Mit ihm am Steuer fliegt das Himmelsschloss in ruhigen Bahnen durch die Lüfte. Die Königin der Feen wacht weiter über die königliche Familie. Sie ist immer zur Stelle, wenn Gefahr im Verzug ist. Mira ist in das Reich der Feen zurückgekehrt. Sie genießt jetzt das idyllische Feenleben mit ihren zarten Freunden. Nachdem sich die Prophezeiung erfüllt hat, bleibt die Hexe des Waldes auch weiterhin Wächterin über die Menschen und den Mondenwald. Ach, das ist ja süß, dass man jetzt hier nochmal so erfahren hat, was los ist, so im Nachhinein. Die Runen sind zu klein. Ich brauche eine spezielle Lupe. Ich habe so viel Kram hier. Noch ein Boni. Eure Majestät, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Andrea gute Fortschritte beim Lernen macht. Die Schrift ist mir zu schnell. Allerdings ist ihr ungehöriges Benehmen einer Prinzessin nicht würdig. Sie braucht dringend Sitte und Anstand. Ah ja. Ich brauche ein Werkzeug, um dieses Schriftstück zu entrollen. Den vielleicht? Ja. Und nun? Hat sie vielleicht einen Hinweis versteckt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Komme ich jetzt so nicht weiter? Ah. Spielzeugdrache. Wo können bloß die Feen entsprossen sein? Das weiß ich nicht. Hier haben wir so eine Schachfigur. Das sieht nicht aus wie ein normaler Globus. Vielleicht lässt er sich öffnen, wenn ich den fehlenden Part finde. Hab ich den? Nee, ne? Gehen wir mal hier lang. Onwards to Moonful Wood. Okay. Wie du meinst, Kleine. Der große Drache hat der Königin bei ihren Abenteuern geholfen. Ob er mir hilft, wenn ich ihn wecke? Was will er denn dafür? Ein bisschen Butter, oder? Da ist das für den Globus. Hier gehört noch eine Karte irgendwie hin. Ja. Wo ist der Boni? Da. Da ist so eine Sprosse für die Leiter. Da haben wir, was ist das? Kreide? Ja, Kreide. Die Königin haben alle eine Rose in der Hand. Irgendwann wird die Prinzessin Königin Sophias Amt übernehmen. Es ist alt. Kein Wunder, dass es verschmutzt ist. Aber ich kann ihrer kleinen Majestät beim Reinigen behilflich sein. Mit der Schlafmaske. Mit ein bisschen Butter. Weiß nicht. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück. Packen das hier in den Globus.
Tada, was haben wir jetzt hier? Drachenpfeife. Ach, dann können wir ihn wahrscheinlich hinzupfeifen. Ist ja interessant. Jetzt gehören mir die Schnürsenkel. Und oh, guck mal, der Kleine, den sehe ich ja jetzt erst. Der arme Kerl sieht ganz schön müde aus. Vielleicht kommt der kleine Drache mit. Wie überzeuge ich ihn? Ja, weil wir haben ja keinen mehr und unsere Eule ist auch schon ganz schön alt geworden. So nach all der Zeit. Eigentlich. Ach, damit kann ich ihn überzeugen? Mit dem Spielzeug? Ach, wie cool. Und da wundert sich der Mama-Drache nicht. Das ist okay. Alles klar. Dürfen wir einfach mitnehmen. Ja, ich habe aber erst eine Leitersprosse. Da kann ich nichts machen. Soll es denn hingehen? Doch, hier soll ich was machen können. Mit der Kreide könnte ich natürlich... Was soll ich hier machen? Ah. Hauptsache, ich muss nicht rechnen. Also. Moment. Der war ja vorher schon da. Dann soll ich doch einen nach rechts. Oder? Dann zwei runter. Haut das hin? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was ich mache. Nee, den vierten, den kriege ich jetzt aber nicht in die Richtung. Das stimmt was nicht. Nee, der geht ja hier lang. Okay, warte mal. Warte mal. Nee, so meine ich das auch nicht. Ich habe gedacht, der fängt hier an. Der soll hier lang gehen. Warum fängt er da immer an? Warum ist er nicht automatisch da? Dann habe ich den Schritt ja selber schon gemacht. Dann muss es ja doch hier richtig sein, oder? Hä? Wo beginne ich denn? Ich soll... Der Pfeil zeigt dahin. Aber ich komme nicht viel nach da jetzt. Das rall ich gerade nicht. Wenn ich jetzt da lang gehe, der vierte da lang? Nee, das ist doch komisch, oder nicht? Ey, sollen wir mal den Anfang sagen? Also ich soll hier jetzt hin. Ja, dann ist das doch richtig. Und zwei runter heißt wo lang? Da dann lang? Und drei an die Seite bin ich doch wieder da. Funktioniert doch nicht. Nee, das ist doch Schwachsinn. Tut mir leid, aber das fühlt sich komisch an. Bis hierhin klappt es ja noch und bis zur 3 auch, aber bei der 4, da gebe ich auf. Das soll ich wieder zurückgehen oder wie? 1, 2, 3. Machen wir es mal so. 4 an die Seite bin ich genauso klug wie vorher. Eule. Ich bin doch schon so alt. Bitte lass mich schlafen. Streng doch mal selber dein Hirn an, Alexis. Nee, ich verstehe das hier nicht. 4 jetzt einfach wieder runter. Kann ich überall lang gehen? Komm jetzt. So. Ich kapiere es nicht. Ich bin zu doof gerade. Dann bin ich jetzt bei 5. Wen soll ich wieder jetzt
nach links. Ist ja auch blöd. Da kann ich nicht mehr zurück. Ja, super. Ich kann nicht mehr hier hin. Kann ich da hin? Machen wir es so. Jetzt soll ich wieder zur Seite gehen. Dann so. Ich komme durcheinander. Scheiß. Nein! Was mache ich denn hier? Oh, jetzt habe ich es mir kaputt gemacht. Nochmal das Ganze, weil es so schön ist. Eins zur Seite. Sagen wir einfach mal, ich gehe mal jetzt, gehe ich mal hier runter oder gehe ich da runter? Ich gehe mal einfach hier lang. Dann gehe ich drei zur Seite. So. Soll jetzt aber ein nach rechts gehen. Das haut schon wieder nicht hin. Also lieber den. 1, 2, 3 geht auch nicht. 1, 2, 3. Nee. Hä? Wie habe ich denn das jetzt gemacht gehabt? Oder man könnte auch hier lang gehen und da dann runter. So. 1, 2, 3. Geht aber auch nicht. Sag mir doch einfach mal. So. Okay, da lang. Und wie soll ich jetzt 3 zur Seite gehen? Das ist mir zu hoch, das Rätsel. Da schaffe ich nur 2 Schritte. Das funktioniert nicht. Auch das funktioniert dann nicht. Wenn das jetzt die 3 wären. Also ich finde das komisch. Ich finde, das passt mit den Pfeilen überhaupt nicht. Kapiere ich auch nicht, weil ich soll ja 3 zur Seite gehen. So, und wie mache ich jetzt den 4.? Gehe ich jetzt einfach, ich gehe einfach jetzt hier runter, leckt mich. So, da lang und da lang. Ja, super. Tada, richtig. Ich will das jetzt auch schaffen, ne? Also ich bin jetzt auch echt ein bisschen frustriert langsam, wie man so blöd sein kann. Das sind für mich aber keine 3 Schritte. Es sei denn, der hier zählt als 3-Schritt-Ding. Und der als der erste. Nee, dann auch nicht. Dann fange ich trotzdem hier an. Das ist der untere und dann soll ich eigentlich 3 zur Seite und nicht nur 2. Dann habe ich wieder das Problem, dass ich nicht runtergehen kann. Also irgendwie. Ich soll ja aber immer hier lang gehen. So vielleicht. Dann könnte man sagen, der soll an die Seite gehen. Aber selbst dann muss ich noch oben wieder zurück zu irgendeinem. Und das ist ja der einzige, zu dem ich hingehen kann. Nee, das haut doch alles nicht hin. Das ist doch alles scheiße. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich lasse es gerade mal mit dem Rätsel. Vielleicht liegt das daran, dass es ziemlich spät gerade abends ist. Schon eigentlich fast der nächste Tag, während ich das aufnehme. Aber nee, irgendwie finde ich die Logik komisch und mal gucken. Ich probiere nochmal jetzt ein bisschen offline rum, weil das ist ja total öde sonst. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Awakening im Bonuskapitel mittlerweile schon. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.